SWR 2 Wissen. Komm, Fuß. Also kannst du auch hinten mal machen, ne? Wenn er schon so. Nee, ist halt falsche Seite. Komm, Fuß. Hand auf Fuß. Und geh einen Schritt nach vorne. Dann hast du nach vorne. Da würde ich jetzt nach vorne gehen, genau, wenn er hinter dir ist. Und Fuß. Ein kühler Morgen in Berlin-Köpenick. Andrea, eingehüllt in eine dicke Jacke, und der Labrador-Retriever Hunter bereiten sich auf das gemeinsame Training vor. Du hast den Bus zu weit runter, also du hast ihn nicht da. Halt mal ein Stück nach weiter oben. Sieh an. Sag mal nochmal, sitz. Sieh an. Sitz. Du hast zu weit runter gehalten, einfach weiter hoch. Weißt du, da hat er keine, wenn du das Loch so weit, da muss er sich bücken, um da reinzukrabbeln. Der Hund soll ins Geschirr. Mithilfe ihrer Trainerin Roswitha Krüger gelingt es Andrea Hunter, den weichen Ledergurt um Brust und Bauch zu legen. Dann nimmt sie den Führbügel in die Hand. Also ein Stück geradeaus, dann in die Richtung, genau. Wenn du ein Stück gelaufen bist, dann wieder in die Richtung. Ne? Blindenhunde. Helfer auf Pfoten. Eine Sendung von Martina Keller. Ja, ich muss mal ernst nach vorne, weil wir vorne raus müssen. Die Dreiergruppe hat einen Bahnsteig erreicht. Heute steht S-Bahn-Fahren auf dem Programm. Hunter steuert eine Bank an und macht davor Halt. Aber Andrea will sich gar nicht setzen. Einfach sagen, nee, also da bist du nett, weil ein andermal willst du ja eine Bank haben. Ne? Das ist einfach nur, nee, voran. War ja nur eine Frage von ihm. Bleib doch mal artig vor dem weißen Strich stehen, denn. Gut so. Ja, er macht es doch mal ganz toll. Ja, fein. Ja, da kriegst du aber jetzt ein Leckerli, ne? Der Hund lernt über Belohnung. Ich habe nicht daran gedacht, dass es überhaupt möglich ist, einen Hund von dieser Größe in der Mietwohnung zu halten. Und ich wusste da auch noch nicht, wie das rechtlich gesehen war, wie das mit dem Vermieter ist, ob der zustimmen muss oder nicht. Also ein Vermieter muss das Hilfsmittel für Hund akzeptieren. Andrea ist eine schlanke Frau, Ende 50. Ihr gewelltes Haar ist kurz geschnitten. Meine Erkrankung nennt sich RP, Retinitis Pigmentosa. Ist eine Krankheit, die die Netzhaut zerstört, ist eine Erbkrankheit. Und das ist eine schleichende Krankheit. Bei mir ist es festgestellt worden, als ich 6 Jahre alt war. Da kam das aber noch nicht so zum Tragen. Ihre Fingernägel sind sorgfältig dunkelrot lackiert. Sie trägt Lippenstift. Mit ihrem Mann Willi lebt sie seit 34 Jahren in derselben Wohnung in Neumünster, in der Mitte von Schleswig-Holstein. Willi wäre gern mal weggezogen, aber Andrea mochte die vertraute Umgebung nicht verlassen. Also so richtig extrem geworden ist es, da war unser Sohn 4, 5 Jahre alt, da hat er mir schon immer die Ampelphasen angezeigt, weil ich das nicht mehr erkennen konnte. Und mein Mann meint, einen ganz großen Schub hat das gegeben. Da war ich, wie alt war ich da? 30, ne? Nach dem Tod unserer Tochter. Andrea schützt ihre Augen durch eine dunkle Brille. Je heller das Licht, desto weniger sieht sie. In der Dämmerung ist ihr ein Rest Sehfähigkeit geblieben. Unsere Tochter ist eine Frühgeburt gewesen und die hat nur 5 Tage überlebt. Und bei mir haben sie um mein Leben gekämpft. Das war alles ein bisschen sehr dramatisch gewesen. Und ja, und dann fing es dann nachher bei meinem Mann an mit der Herztransplantation. Und da hat er dann eben gesagt, ich muss was machen. Das war 2002. Ich bin ja nun ziemlich krank gewesen, lebe mit einem Spenderherzen. Und ich habe zu Andrea gesagt, sieh zu, dass du selbstständig wirst. Ich bin womöglich nicht ewig da. Es kann in nächster Zeit was passieren. Willi kam mit einem Herzfehler zur Welt. Bereits als Kind wurde er operiert. Danach ging es ihm lange Zeit gut. Er arbeitete bei der Stadtverwaltung, spielte Theater, organisierte Kulturveranstaltungen. Doch irgendwann war sein Herz am Ende. Willi bekam Atemnot und schaffte es am Ende nicht mal mehr vom Stuhl bis zur Tür. Dann habe ich immer darauf hingewiesen, mach was, geh in den Blindenverein. Und das ist nachher nach meiner Transplantation auch passiert. Sie ist Mitglied im Blindenverein geworden, hat sich über sämtliche Hilfsmittel auch informiert. Dann ging das ja los mit der Ausbildung mit dem Langstock. Das war schon mal ein großer Fortschritt.
bis dann, wie gesagt, der Hund da war und seitdem bin ich auch sehr erleichtert. Also kam Celis zu ihnen. Celis vom Havelland. Labrador Retriever, blond, weiblich. So steht es in dem Führhundausweis von 2006, den Willi und Andrea aufbewahrt haben. Ebenso wie den Hundekorb, die Leine und das Geschirr. Celis ist 2015 mit 11 Jahren gestorben. Kannst du stehen bleiben, ja? Ich will nicht so stehen bleiben. Ja. Geht auf der anderen Seite raus. Achtung, Tür schließt. Hunter soll Andreas neuer Führhund werden. Die kleine Trainingsgruppe ist in Berlin-Friedrichshagen angekommen und nimmt den Fahrstuhl, um den Bahnsteig zu verlassen. Das ist einfach voran. Er muss dann aber in die Richtung. Ja, ja, okay. Sag mal gleich die Richtung. Richtung aufwärts. Sag mal gleich die Richtung. Die S-Bahn-Station liegt an einer mehrspurigen Kreuzung. Die gilt es zu überqueren. Leckerli. Wird gleich ruhiger. Wir gehen jetzt gleich in die Bölsche rein und die kennst du ja. Und komm, schön voran. Und hopp, 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 hopp. Jawohl, das ist fein. Jawohl. Die Kreuzung ist geschafft. Nun hat Andrea eine Flaniermeile vor sich. Viele Läden, Kneipen, eine Straßenbahn. Jetzt sind wir in der Bölsche, die wir haben wollten. Und jetzt immer schön geradeaus, ne? Nee, er will zu mir nach Hause, da wollen wir aber nicht hin. Die Bölsche ist für Hunter ein Heimspiel. In dieser Straße hat er gelernt, was ein Führhund so lernen muss. Jetzt kann er zeigen, was er kann. Musst du zu Hause manchmal, brauchst du da einen Briefkasten? Nö, selten. Nee, selten, aber mal schon. Eigentlich. Ja, dann lassen wir heute uns auch mal einen Briefkasten zeigen. Ja. Ne? 5 Briefkästen gibt es in der Straße. Hunter kennt sie alle. Hopp, hopp, such Briefkasten. Oh, aber dicht da jedes Jahr nicht. Oh. Ganz dicht, damit du ja merkst, dass du da bist. Nee, er wollte lecker, die haben wir jetzt gleich richtig gemacht. Ja, knuddel mal super, durch, hat er richtig schön gemacht. Gemacht. Ja. Da stand nämlich auch noch eine Frau davor, deswegen hat er mal kurz angehalten. Also sie ist auch Briefkasten, kann er. Roswitha Krüger ist stolz auf ihren Schützling. Monatelang hat er zuletzt bei ihr gewohnt. Fast täglich hat sie ihn trainiert, so wie weit mehr als 100 Hunde zuvor. Seit 30 Jahren macht sie diese Arbeit. Bei mir war es so, dass ich schon immer von Kindheit an verrückt war nach Hunden und damals in Hirschgarten da die Schule gebaut wurde. Da habe ich mich beworben, bin dann auch genommen worden und so lief es bei mir los. Führhundtrainer ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Wer es werden möchte, sollte mit Tieren wie Menschen gut umgehen können. Der Trainer absolviert auch ein sogenanntes Mobilitätstraining für Blinde, lernt mit dem Langstock umzugehen, Umweltgeräusche einzuschätzen, sich zu orientieren. Man muss sehr viel Geduld haben, also man darf nicht, also dass man nicht böse wird, dass man immer gleich bleibt, man sagt, nee, komm, ist so und so, das muss man so drin haben, diese Ruhe haben, ne? Man darf da nicht so innerliche Unruhe haben. Die 63-Jährige hat auch einen eigenen Hund, einen temperamentvollen Riesenschnauzer namens Olga. Während des Interviews wird die Hündin ins Nebenzimmer verbannt. Milde protestierend fügt sie sich in ihr Schicksal. Krüger arbeitet als Trainerin bei der renommierten Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde am Berliner Mögelsee. Wir züchten ja die Hunde selber, haben also mehrere Hunde in Patenfamilien, Zuchthunde. Und wenn sie eingedeckt sind, dann kommen sie halt zu uns in die Schule, werfen dort, werden dort von unserem Mitarbeiter, der dort wohnt vor Ort, wird dann betreut, werden die Welpen großgezogen. Dann kommt der schwierige Part, da suchen wir dann immer Patenfamilien. Und ist immer nicht so einfach, denn wenn wir jetzt meinetwegen 8, 9 Hunde haben, so viel Paten zu finden, die bereit sind, das zu übernehmen, weil es ist ja nicht ohne, wenn man im Hinterkopf hat, man muss den Hund wieder abgeben. Hunde gehören nicht in den Zwinger. Das zählt zu den Prinzipien der Führhundschule. Bis zu 40.000 Euro investiert sie in die Ausbildung eines Hundes. Die Krankenkassen zahlen aber im Schnitt nur rund 25.000 Euro. Die Schule ist deshalb auf Spenden angewiesen. Er soll ja als normaler Familienhund groß werden, soll so viel wie möglich kennenlernen. Wenn Kinder in der Familie sind, überhaupt kein Thema. Und er muss auch kein Haus und Garten sein, sondern kann mitten in der Stadt, je mehr Stadt, desto besser als Welpe.
Ein Mitarbeiter der Fürhundschule hält Kontakt zu den Patenfamilien, organisiert Treffen, gibt Erziehungstipps, beobachtet die Entwicklung der Hunde. Mit 1,5 Jahren müssen sie einen sogenannten Wesenstest absolvieren. Und wir stellen den Hund einfach vor einer Situation, wie so einer Zuschirmtest, eine Situation, die er nicht kennt, dass also jemand einen Mantel auf hat, ein bisschen torkelt, Kapuze auf und einen Schirm bei hat und den Schirm dann so aufspannt und vorhält, nicht nach oben hält, sondern vorhält und auf den Hund zugeht. Und da reagieren die Hunde eigentlich alle. Also sie können auch ein bisschen Angst haben, müssen aber, wenn der Schirm weggenommen und angesprochen wird, sofort bereit sein, sich das anzugucken. Wenn sie aber weiterhin panisch sind und so nur noch weg wollen und Angst haben und nicht über diese Situation drüber wegkommen, dann werden sie aussortiert. Nur 3 oder 4 von 10 Hunden bestehen den Wesenstest. Auf sie wartet im Anschluss noch ein Medizincheck beim Tierarzt. Der untersucht das Skelett, das Herz, die Augen und das Blut der Tiere. Nur wenn der Hund völlig gesund ist, beginnt für ihn die eigentliche Ausbildung. Nein, Kuno, komm. Na super, fein. Na komm. Nee. Komm, langsam. Kuno. Oh, ist fein. Nein. So, mach mal Sitz. Kuno lebt seit 1 Woche bei seiner Trainerin. Ein temperamentvoller Teenager. Schwarzes Fell, kräftige Statur. Ein Labrador-Retriever, wie viele Führhunde. Auch Schäferhunde, Riesenschnauzer oder Großpudel eignen sich für die Aufgabe. So, erste Übung, Geschirr anziehen. Machen wir mal mit Leckerli. So, kann man hier anziehen. Fein, prima. Also, ihr kennt das Geschirr schon. Ich habe es schon 2-mal gemacht mit ihm. Der hat es sofort angenommen. Also, er läuft doch um Geschirr los. Macht nicht jeder Hund. Manche finden es doof. Aber er findet das klasse. Kuno zieht ein bisschen nach links, dann wieder nach rechts, schnüffelt hier, schnüffelt dort. Ein fertig ausgebildeter Führhund tut das nicht. Sogar das Geschäft muss warten, wenn er das Geschirr trägt. Eine Frage der Sicherheit. Wenn Andrea mit dem Hund an irgendeiner Ampel am Straßenübergang hält, kann das vorkommen, dass da Personen kommen und den Hund was zu fressen geben in dem Führgeschirr. Und werden dann auch noch pampig, wenn man was sagt. Leute mit Kindern kommen und fragen, das Kind den Hund mal streichen oder so. Und ich sage dann bitte nicht jetzt. Er arbeitet und ja, dann gibt es natürlich auch solche Leute, kommen mit, die Tante ist doof oder so. Nein. Fein, super. Also er macht es schon sehr gut. Also nein, Kuno. Mit nervigen Passanten bekommt es Kuno heute nicht zu tun. Aber die Welt hält auch so viele Herausforderungen bereit für einen Führhund in Spee. So, und an der Bordsteinkante helfe ich ihm einfach mal so mit der Leine und Geschirr, dass ich ihn so ein bisschen abbremse, dass er begreift, dass er da stehen bleiben muss. Ne? Katzen zum Beispiel muss Kuno ignorieren lernen. Gerade hält sich eine unter einem Auto versteckt. Fein. Nein. Komm voran, super. Das ist schwer, ich weiß. Und noch so eine Attraktion am Wegesrand. Kuno fühlt sich hingezogen, aber nein. Ja, super. Jetzt da schön am Baum vorbei, jetzt höre ich auf. Ne? Komm mal her, komm. Kuno. Hallo. Fein, komm her. Es reicht für dieses Mal, findet die Trainerin. Na, hat er heute rechts gelernt, hat gelernt, Bäume sind tabu. Und ja, jetzt hat er was zum Verarbeiten. Ne? Jetzt kann er überlegen, was er heute alles gelernt hat. Fein, super, ganz schick. Na, komm. Wenn Kuno fertig ausgebildet ist, wird er 30 akustische Befehle kennen. Fuß, Platz, voran, rechts, links, such Bank, such Eingang, such Schalter. Der Blindenführhund, eine Intelligenzbestie? Das ist ein durchschnittlich intelligenter Hund, der 30 verschiedene Befehle ausführen kann. Natürlich ist es beim Blindenführhund so, dass der die sehr zuverlässig ausführen muss. Karl Weißenbacher vom Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Wenn der Befehl bis Bord kommt, dann geht der Hund genau bis zur Gehsteigkante hin und bleibt dort stehen. Und das wird dann in den verschiedensten Umgebungen geübt und irgendwann kann er das. Dafür dauert diese Ausbildung von Blinden für Hunden ja auch eine gewisse Zeit. Ja. Das geht nicht in 8 Wochen oder so, sondern da reden wir schon von 8 bis 10 Monaten. Ja.
Das Messerli-Forschungsinstitut ist international bekannt durch sein Clever Dog Lab. Hier erforschen Wissenschaftler, wie Hunde die Welt sehen, wie sie mit dem Menschen zurechtkommen, wie sie lernen. Nachhaltiges Lernen passiert immer über die Gefühlsebene. Das heißt, ich spreche positive Gefühle an. Ja, wenn ich was tue, bekomme ich was dafür. Und wenn das das Leckerli ist, dann ist das angenehm für mich. Ist im Grunde bei Kindern ja nichts anderes. Wenn du etwas gut machst, bekommst du ein Lob. Ja. Tadel ist was Negatives und erregt meistens Widerstand. Und da sehen wir ja aus der Wissenschaft, dass Hunde, die über Zwang ausgebildet wurden, rascher beißen und eigentlich ungehorsamer sind, als wie Hunde, die über Positivbestärkung gearbeitet wurden und ausgebildet wurden, die machen das länger, anhaltender und zuverlässiger. Genau so arbeitet Roswitha Krüger. Immer bei haben, ja, sage ich immer. Also, weil sonst geht die Motivation, also nicht, die kriegen nicht immer was. Also das wäre dann auch so eine Abstimmung, wenn sie immer was kriegen, ist dann auch so eine Kriegerwatt. Ne? Und so ist immer spannend, kriege ich was, kriege ich nicht. Und wenn sie nichts kriegen, dann geben sie sich noch mehr Mühe und machen nächstes Mal, vielleicht kriege ich jetzt was. Weißenbacher und seine Mitarbeiter am Messerli-Forschungsinstitut prüfen sämtliche Assistenz- und Therapiebegleithunde Österreichs. Was man darunter versteht, ist klar definiert. Österreich hat in diesem Punkt die fortschrittlichste Gesetzgebung Europas. Wir teilen die Assistenzhunde ein, einerseits in blinden Führhunde, dann die Servicehunde für körperlich beeinträchtigte Menschen und dann die Signalhunde, wo wir wiederum mehrere Gruppen haben, nämlich Signalhunde für gehörbehinderte Menschen, wo der Hund eben signalisiert, wenn irgendwer an der Tür läutet oder wenn eine Gefahr von hinten droht, aber auch Signalhunde im Sinne von Diabeteswarnhunden, die eben anzeigen, wenn es zu einer Unterzuckerung oder auch Überzuckerung kommt, oder Epilepsie-Warnhunde, die eben anzeigen, wenn es oder bevor es zu einem epileptischen Anfall kommt, optimalerweise, beziehungsweise dann eben Hilfe holt, aber auch die ganzen psychischen Erkrankungen und neurologischen Erkrankungen. Hund und Mensch. Das ist eine besondere Beziehung, gewachsen über Jahrtausende. Viele normale Hundeschulen propagieren in ihrem Unterricht, der Mensch müsse sich gegenüber seinem Hund wie ein Rudelführer verhalten. Das Tier habe sich strikt unterzuordnen. Rudelführertheorie, darüber spricht man eigentlich nicht mehr in der modernen Kynologie. Das ist passé. Man muss nur klar formulieren, was ich haben will von meinem Hund. Ja, dann tut er das. Was aber nicht heißt, der Hund muss immer hinter mir gehen, der Hund darf nicht am Sofa liegen. Da muss man eher von der Koexistenz zwischen Hund und Mensch und Koentwicklung zwischen Hund und Mensch sprechen. Die Rudelführertheorie beruhe auf einem Irrtum, sagt Weißenbacher, der falschen Interpretation einer Beobachtung. Der Fehler ist wahrscheinlich schon darin basiert, dass diese Rudeltheorie aus der Beobachtung von Wolfsrudeln in Gefangenschaft gemacht wurde. Und in Gefangenschaft verhalten sich Wölfe auch anders als wie in freier Wildbahn. In freier Wildbahn gibt es nicht immer dieses klare Leittier, sondern der, der eine Aufgabe am besten ausführen kann, übernimmt in diesem Moment die Führung. Ne? Rudel mit einer strikten Hierarchie sieht man nur bei Wölfen, die unter Stress im Gehege stehen. Von dem hat man das abgeleitet, dass der Hund ja vom Wolf stammt und dementsprechend muss der Hund sich eben immer unterordnen und darf nie sozusagen die Führung übernehmen, was ja in dem Fall ja auch wieder ein Widerspruch wäre, weil gerade beim blinden Führhund führt der Hund ja, ohne sich jetzt in die Weltherrschaft aufzuschwingen, sondern er macht das, was er gut gelernt hat. Der blinden Führhund führt nicht nur, sondern er führt intelligent. Das kann unter Umständen sogar heißen, dass er die Ausführung eines Befehls verweigert. Die Experten sprechen von intelligentem Ungehorsam. Das ist genau dann der Fall, wenn der Hund einen Befehl als sinnlos erachtet bzw. nicht ausführen kann. Da sprechen wir zum Beispiel, wenn ein Hindernis da ist, ja, oder eben Gefahren, Bahnsteige zum Beispiel, ja. Wenn man sagt, okay, geradeaus weiter und dann habe ich die Bahnsteigkante, dann wird der Hund nicht weitergehen und mit seinem Halter hinunterfallen auf die Schienen, sondern der wird sich davor querstellen oder wird ihn seitlich wegführen. Am Messerli-Forschungsinstitut beschäftigt sich eine eigene Abteilung mit der komplexen Beziehung zwischen Mensch und Tier. Geforscht wird unter einer klaren Prämisse.
Da haben wir sicher einen Paradigmenwechsel. Der Hund oder das Tier kann nicht ein Roboter sein, sondern muss immer als Individuum gesehen werden, das respektiert gehört. Wir hatten, bevor wir begonnen haben, in vielen Vereinen, der Hund muss sich alles gefallen lassen. Wir sagen, der Hund muss sich gar nichts gefallen lassen. Also bei uns ist der Hund ein vollwertiger Partner, der entsprechend respektiert wird und entsprechende Gefühle zeigen kann, Gefühle zeigt, und die müssen wir respektieren. Es ist ja ein Familienmitglied, also so sehen wir das jedenfalls. Celis, der erste Führhund von Andrea, ist in der Wohnung der Eheleute noch gegenwärtig. Ein Foto der Hündin ist auf ein kleines Kissen gedruckt. Mit 9 fing das so allmählich an, ne? Dass sie dann ein bisschen unkonzentriert schon war. Und ja, sie hat es noch gemacht, aber so nach dem Motto, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber man merkte das schon und dann bekam sie nachher auch Rückenprobleme. Wir haben Physiotherapie mit ihr gemacht. Ging es ein Jahr ungefähr gut und dann fing es wieder an, dass sie diese Rückenprobleme hatte und dann manchmal eben mitten auf der Straße schon liegen blieb und nicht mehr weiterlaufen wollte. Willi und Andrea stellten sich auf die neue Situation ein. Sie beantragten frühzeitig einen neuen Führhund. Nur etwa 200 bis 300 Blinde bekommen jedes Jahr einen. Die Wartezeit beträgt bis zu 3 Jahre. Celis sollte ihre letzten Jahre als normaler Familienhund verbringen dürfen. Ich habe extra meine Pension eingereicht. Wollte den Hund ja versorgen, aber es hat nicht sein sollen. Ja, ich bin in Pension gegangen, aber der Hund war nicht mehr da. Ende April 2015 ging es Celis sehr schlecht. Andrea und Willi brachten sie in eine Tierklinik. Wir sind dann abends immer hin, haben sie besucht, haben versucht, sie zu füttern. Die hat ja nicht mehr gefressen. Und den letzten Abend sind wir drauf zugekommen, da wollten sie gerade versuchen, noch mal mit ihr rauszugehen. Und da mussten sie sie hinten schon mit dem Tuch hochhalten, damit sie überhaupt noch mal rausgegangen ist. Und da war das schon abzusehen, also dass das wohl nichts mehr wird. Und was ich so schlimm fand, also wie wir gegangen sind, da kam sie noch mal so richtig ran, so an mein Bein noch mal geschmiegt, als wenn sie sagen wollte, so, ich verabschiede mich. Celis ist auf einem Waldfriedhof für Hunde bei Flensburg begraben. Neben einer kleinen Eberesche haben Andrea und Willi ein Schild aufstellen lassen. Mit Celis Namen, Geburtstag und Sterbetag. Hunter ist ein ruhiger, belastbarer Hund. Aber manches macht er anders als Celis. Für Andrea ist das ungewohnt. Ich habe die Vermutung, dass er jetzt mal ein Häufchen muss. Ach so. Weil er ist jetzt zielgerichtet immer zu den Baumringen gegangen. Mhm. Aber das kenne ich von Celis auch nicht. Also, die hat das nicht gezeigt, wenn sie denn. Ja. Nee, er zeigt es recht gut. Also er geht dann, wenn dann Wiese die ist, hat geht gewartet, dann richtig zur Seite und bleibt dann an der Wiese stehen. Und dann weiß man, ah ja, jetzt. Die hat denn gewartet. Andrea trainiert seit 10 Tagen mit Hunter, ihrem neuen Führhund. Manchmal muss sie noch an Celis denken, doch die Beziehung mit Hunter entwickelt sich prächtig. Der mag sie total. Wenn sie ruft, der kommt zu ihr an, also der apportiert ihr den Ball und das ist super. Die mögen sich beide richtig, ja. Selbstverständlich ist das nicht. Es kommt vor, dass Halter und Hund nicht zueinander passen. Deshalb treffen beide sich Wochen vor dem eigentlichen Training zum Kennenlernen. Man sieht es dem Hund ja an, ne? Also ob er jemand mag oder nicht. Auch wenn die jetzt zur Tür gehen, die Blinden, und der Hund steht nicht von der Decke auf und sagt, nee, ich will mit dir jetzt nicht da rausgehen. Zwischen Andrea und Hunter stimmt die Chemie. Trotzdem strengt Andrea das Training an. Hunter, links. Nicht? Merkst du das, ja, ne? Ja, weil ja. Du drehst dich und dann dreht er sich natürlich auch und sagt, ja, dann können wir ja gleich her, ne? Gut, genau. So, mach hopp, hopp, links, genau. Links, hopp, 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 hopp. Jawohl, super. So. Wiederholen. Nee, jetzt rechts. Schau ihn mal aus jetzt. Und dann klären wir das nochmal in Ruhe. Nach 2 Wochen in Berlin ist die erste Trainingsphase beendet. In Neumünster beginnt wenige Tage später die zweite. Unterstützt von der Trainerin soll Andrea Hunter die Wege in seinem neuen Zuhause zeigen. Doch es gibt Probleme. Ich wollte zu meiner Mutter. Das ist eigentlich, ist ja hier in der Nähe, aber da habe ich eine große, große, schwierige Kreuzung.
zu bewältigen gehabt. Und dann sind wir einen Weg zu früh abgebogen. Ich hatte wahrscheinlich zu früh Kommando gegeben, dass er abbiegen sollte. Und da habe ich nachher Probleme gehabt, mich wieder rückzuorientieren. Es klingt paradox. Wenn Hund und Halter ein Team werden sollen, muss der Blinde gewissermaßen die Übersicht behalten. Celis und Andrea waren am Ende gut eingespielt. Die Hündin fand ihre Wege nahezu von selbst. Mit Hunter ist das anders. Ich muss ihm sagen, wo wir lang wollen, wo wir abbiegen wollen. Und das hat er, ja, irgendwann hätte er das natürlich auch gewusst und hingekriegt. Aber diese Zeitspanne nachher, bis das nachher alles so geklappt hätte oder so, das hätte ja auch noch ganz lange gedauert. Und das hätte ich nervlich nicht mehr durchgehalten, weil ich die letzten beiden Tage war ich ja schon so dermaßen fertig gewesen, dass ich dann nachher gesagt habe, es hat keinen Sinn mehr. So etwas kommt vor. 8 bis 10 Jahre dauert in der Regel die Beziehung zwischen einem Blinden und seinem Hund. Kommt dann ein neuer Fürhund, hat sich viel getan. Allein, dass Andrea älter geworden ist, macht etwas aus. Hunter hat den Verlust gut verkraftet und in Leipzig einen neuen Halter gefunden. Bei Andrea sieht es noch etwas anders aus. Der Hund fehlt als Hilfsmittel, fehlt aber auch so als Sozialpartner. Und wenn man sowieso Hunde liebt oder so, dann ist es natürlich doppelt schwer, ne? Jetzt ist es aber auch so, dass ich jetzt auch schon wieder am Zweifeln bin, ob ich vielleicht zu früh aufgegeben habe, ne? Wahrscheinlich findet Andrea sich damit ab, künftig ohne Fürhund zu leben. Dann ist sie auf Willis Begleitung angewiesen, wenn sie das Haus verlässt. Manches wird für Andrea und Willi aber auch leichter, ohne Hund. Wenn man mal Urlaub macht, dass man nicht mehr gucken muss, wo kannst du mit Hund hin, dass du wieder ja, irgendwelche Veranstaltungen besuchen kannst, die man mit Hund nicht machen kann. Andersrum wär's natürlich schöner, dann hätte man auch auf diese Sachen gerne verzichtet, aber das ist jetzt immer sowas, wo man sich wieder so ein bisschen dran hochzieht.